Liebe Schwestern und Brüder, Influencer sind im Moment in. Es sind Menschen, die eine bestimmte Auffassung haben und die andere daran teilhaben lassen, die einen Einfluss auf andere ausüben. Es gibt sie zum Beispiel in der Werbung, aber auch in andererlei Hinsicht. Interessant ist, dass Papst Franziskus diesen Begriff des Influencers aufgreift in seinem jüngsten Schreiben und anwendet auf Maria, die Mutter Gottes. Er sagt, Maria ist die Influencerin Gottes. Ich musste daran denken, jetzt vor Ostern, weil im Osterevangelium auch eine Maria vorkommt. Zwar nicht die Mutter Gottes, sondern Maria von Magdala. Und irgendwie habe ich den Eindruck, die hat das Zeug zur Influencerin. Sie erfährt den Auferstandenen und sie behält das nicht für sich, sondern sie gibt es weiter an andere. Wenn man so will, sie macht Werbung für den auferstandenen Jesus, im positiven Sinn. Also nicht für irgendein Produkt, das sie vermarkten möchte, sondern für ihre persönliche Überzeugung, für das, was sie glaubt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Osternfest. Aber behalten Sie das bitte nicht für sich, sondern seien Sie so etwas wie ein Influencer und nehmen Sie diese Botschaft von Ostern, geben Sie sie weiter und machen Sie damit das Leben der anderen schön und reich. In diesem Sinne, frohe und gesegnete Ostern.